Okay, verstanden. Und bitte. Das hat schon Oh. seinen Grund, dass es so gruselig ist. Ich fand das ja eher romantisch. Das Das war war da. nicht romantisch. Alles klar, Kai. Jetzt darf Hallo. Also, nach diesem romantischen Lagerfeuer-Trailer, willkommen bei Film Talks Berlin mit Kai Kai. und Kai. Heute, Kai ja, und Kai, genau. wollen wir Hey, schon warum gleich nennen wir uns nicht anfangen? gleich Kai Zack, und zack, Kai? zack, zack. Heute geht es ja auch um zack, zack. Also, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was die gesamte Filmgeschichte begleitet, und zwar den Kriegsfilm. Kommen wir noch später zu, den Antikriegsfilm und die verschiedenen Ausprägungen des Kriegsfilms. Vielleicht zwei, drei Sätze vorab von mir dazu. Also, Kriegsfilm gibt es tatsächlich seit Anfang der Filmgeschichte, also seit weit über 100 Jahren, seit 1900. Erste Beispiele, die den Ersten Weltkrieg darstellten, wie im Westen nichts Neues, als früher Tonfilm. Dann sehr viele Filme, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigten, bis heute, ganz vermehrt bis in die 70er Jahre, würde ich sagen. Dann gab es Actionfilme, die den Krieg in den Vordergrund setzten, wie die Rambo-Filme, Komödien. Und dass wir das zum Anlass genommen haben, auch darüber werden wir, denke ich, kurz sprechen, ist, dass bei der Oscar-Verleihung gerade ein Kriegsfilm, und zwar das Remake, die Neufassung vom Westen nichts Neues, 4 Oscars bekommen hat, 6 Nominierungen, so viel ich weiß, oder noch mehr sogar, die nee, 9 Nominierungen, glaube ich, und 4 Oscars und damit der erfolgreichste deutsche Film in der 95-jährigen Geschichte des Oscars geworden ist. Und Kriegsfilme wohl auch gerade wieder ein Thema sind. Genau. Und wie wollen wir anfangen? Also ich muss erstmal sagen, Gratulation, du hast echt gut durchgezogen, weil du musst ja, wenn du hast ja jetzt du hast ja Wohnen geguckt die ganze Zeit. Was habe ich geguckt? Wohnen geguckt die ganze Zeit. Was hast du fixiert? Weil dein Monitor ist ja eigentlich unten links irgendwo oder sowas, ne? Genau da. Deswegen hast du nicht gesehen, was ich gemacht habe. Nee, das ist Ja, totaler das wird Mist. lustig. Das wird voll lustig, wenn du das dann nachher anschaust. Ich glaube, ich muss weiter weggehen. So, da kann ich irgendwie Nein, alles. du musst vielleicht die Kamera so ein bisschen, dein Laptop ein bisschen kippen oder sowas. Nein, die Kamera ist ja nicht auf dem Laptop. Das ist eine Ah. externe Kamera. Weil die Kamera unten im Laptop ist, dann sieht man mich Okay, untersichtig nicht. wir reden heute über Kriegsfilme. Deswegen war dieser gruselige Trailer, den du als romantisches Lagerfeuer bezeichnet hast. Lagerfeuer, das war eigentlich. Ja, ansonsten haben wir einen anderen, den Teaser meine ich. Ansonsten haben wir eigentlich einen anderen, sehr flotten und so, ne? Aber diesmal dachte ich, ein bisschen mehr Stimmung schaffen und so und was Gruseliges. Aber weißt du, ich finde, wir sollten jetzt Kriegsfilme, ich habe jetzt mal was vorbereitet, Oh, und zwar halt die Brücke von Arnhem. Hobbiting. Ja. Ne? Ich würde direkt mal da reinschauen wollen, eigentlich mit dir. Ja, ich bin mal So. gespannt, was du denn Dass wir direkt was welche. zeigen, weil ich habe so ein paar Sachen ausgesucht, Ja. so von denen du jetzt, die kennst du alle, aber über die Brücke von Arnhem, die haben wir uns jetzt zusammen angeguckt. Gestern war, glaube ich, der letzte Tag bei Arte, wo man sich den nochmal angucken konnte. Das ist Aber aber es ein interessiert mich, Klassiker. weil die Aufzeichnung ja, also gestern wird ja jetzt, wenn du das dann online stellst, nicht gestern sein und so weiter. Nein, das wird dann schon. Deswegen juckt es niemanden. Nee. Also. Und das war, ich habe es mir angeguckt und war sehr interessant. Und dann am besten gleich mal reinschauen, weil ich gerne dann auch Beispiele zeigen würde. Ja, soll ich ein, zwei Sätze zu der Brücke von Arnhem sagen oder ist es nicht nötig? Ich würde sagen,
Das ist das, was wir immer ganz gut. Also ich bin eher so ein Typ, ich schaue mir was an und dann rede ich drüber. Ja, du bist ja eher vielleicht der andere Typ. Deswegen sind wir ja ein Team. So Ein ergänzt sich das. sehr gutes Team. Hey, ich meine, hey, wie viele Stück haben wir jetzt schon gemacht? 50? Ja, bald. Gibt dann die Also. Jubiläum. Und dann gebe ich mal frei und mache das Mach mal deine Häkchen. groß. Und das ist halt ein Ausschnitt aus Die Brücke von Arnhem, von welchem Regisseur? Da darfst du jetzt mal was dazu Da sagen. darf ich. Sir Ja. Richard Attenborough, bekannter britischer Schauspieler, der relativ spät angefangen hat, Regie zu führen und sein Meisterwerk, was viele, viele Oscars bekommen hat und wahrscheinlich immer in der Geschichte bleiben wird, ist Gandhi. Ungefähr 5 bis 10 Jahre später nach diesem Film. Sein Bruder ist der bekannte Attenborough, der diese großen, epischen Dokus, Naturdokus macht. Also die Okay, Attenborough-Brüder, ganz wichtige okay, okay. britische Wir bleiben Filmemacher. jetzt erstmal beim Regisseur. Und Richard er hat Attenborough. Gandhi gemacht. Ich bin von Gandhi immer noch fasziniert. Aber Ja. ich glaube, ganz viele Inder können mit Gandhi überhaupt nichts, mit dem Film überhaupt nichts anfangen. Nur mal so, by the way. Nur mal so nebenbei. Ich meine, hey, Ist mal interessant, frage ich mal. Ich kenne mich gerade. hat der Film auch super beeinflusst. Aber ich sag dir, wenn wir Menschen aus Indien, wenn ich mit denen rede und die hören den Film Gandhi, dann schütteln die, dann, das muss einfach so sehr viel, das, was man halt so, wie sagt man, kulturelle Aneignung Ja. und sehr Naja, viel, es hat ja ein Brite gemacht, also Richard okay, das ist ein Attenborough. anderer Film, okay, da geht es auch ein bisschen um Krieg, aber auf einer anderen Ebene. Genau, aber Richard Attenborough, wenn Der das ist nochmal jetzt, kurz zu sagen, möchte ich schon nochmal einmal sagen, der ja. ist bekannt, deswegen habe ich auch seinen Bruder eben mit ins Boot geholt, die Attenboroughs, erst als Schauspieler, aber dann für sehr epische, sehr große, durchaus historische Filme. Die groß, groß erzählen. Und natürlich Attenboroughs, deswegen habe ich auch ganz bewusst Sir Richard Attenborough gesagt, sehr im Subtext schon immer britisch. Es ist ein Regisseur, ein britischer Regisseur, wenn ich mal dieses Klischee so nennen darf. Es ist eben kein amerikanischer Regisseur. Es darf, ey, was mir gerade einfällt, ne, was ich unbedingt jetzt noch loswerden muss, ist ja wirklich, man darf das nicht vergessen, egal wie groß und episch und wie historisch ein Film zu sein glaubt, letzten Endes ist es doch ein Drehbuchautor oder ein Team, was dahinter steht. Letzten Endes ist es ein Produzent, der sagt, ich habe hier so viel Geld. Und ich möchte dieses Thema so und so erzählt haben. Und letzten Endes ist es ein Regisseur, der bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise inszeniert. Also ist es wirklich klar, es ist jetzt hier gegen die Nazis, da stehen wir, wissen wir alle, wo wir auf welcher Seite stehen. Und das ist natürlich aus Fast der alle. anderen Kontraseite der Nazis erzählt. Und deswegen kann ich mich persönlich sehr gut damit identifizieren. Aber vielleicht sieht das ein Nazi anders. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber Ja. genau dazu, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz einhaken, bevor du den Ausschnitt, das habe ich auch jetzt erst in dem Zusammenhang gelesen, vor gestern oder vorgestern. Was besonders an diesem Film ist, ist die erstmal, das ist ja sowieso anders als in Deutschland, das ist ein frei finanzierter Film gewesen. Und tatsächlich wurde der Film so gedreht, dass immer wieder Gelder gesucht worden sind. Also es wurden freie Gelder. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt bei vielen Kriegsfilmen. Ich sage jetzt extra nicht Antikriegsfilm. Bei vielen Kriegsfilmen gibt es eine Unterstützung des Militärs, des amerikanischen Militärs normalerweise. Und das ist hier nicht der Fall. Und deswegen muss man sagen, obwohl der klar sich positioniert und auch klar ein britischer, amerikanischer, mit amerikanischen starken Einfluss Film ist, zeigt er ja keinen heroischen Sieg der alliierten Westmächte, wenn man so will, sondern im Prinzip eine Niederlage. Und das ist ein Film, der nicht vom amerikanischen Militär, so viel ich weiß, muss jetzt mal nachgucken, unterstützt Aber worden ist. warte mal, dass wir kein Missverständnis haben. Wir haben ja hier jetzt die Ausschnitte, die wir zeigen, sind ja nur aus Antikriegsfilmen.
Das sind ja keine. Ist das schon Ja, das ist AR? Na, ja. das wird spannend. Das wird heute Also spannend. ich finde das schon, weil es ist natürlich, wird hier auf eine Art und Weise, je nach, ich meine, hier, wir haben hier Filme aus verschiedenen Zeiträumen, aus verschiedenen Jahrzehnten, und die haben natürlich eine andere, die haben jeweils eine Erzählweise, wie sie Krieg erzählen und so weiter. Diesen Film zum Beispiel fand ich sehr, auf eine Art und Weise sehr gemütlich erzählt zum Teil. Ja, Ja, stimmt. weil die halt Tee trinken, die Engländer, so ein Ja, Klischee halt, genau. ne? Ja. Und die Amis halt ihre Klischees durchziehen. Ja. Und dann knallt das aufeinander. Aber lass mal erstmal kurz reinschauen. Ich glaube, das wäre uns ganz gut jetzt so. Dann lasse ich mal los. She has never liked noise. She hates it. Hates it. Colonel Frost, they're coming, sir. Excuse me. Du kannst ruhig reinquatschen. Ja, also vielleicht Hintergrund, das spielt im Jahr 1944, also erstmal das hier überhaupt wichtig im Zweiten Weltkrieg, in der Endphase. Mittlerweile sind die Alliierten gelandet in der Normandie und wollen den Rhein überqueren bei Arnheim, also sind auf dem Weg in die Niederlande und das wollen natürlich wie wir jetzt gerade sehen, die Nazis, das Deutsche Reich verhindern. Diese Brücke ist wichtig. Warum? Also die Brücke, das ist ja auch in heutigen Kriegen so, ist ein Fluss ist ein wirklich na die natürlichen Grenzen, also Flüsse, Berge, Seen sind schwer zu überwinden. Keine Brücke, ein sehr schwieriges Rüberkommen in das Deutsche Reich. Also ist ganz entscheidend, ob sie gesprengt wird, ob sie rüberkommt oder nicht rüberkommt. Hold your fire! Und diese Brücke wird auch von den Nazis nicht gesprengt, weil sie halt die Hoffnung haben, dass sie die Brücke noch gebrauchen können. Genau, für den Rückangriff. Themen, die im heutigen Ukraine-Krieg tatsächlich genauso wieder thematisiert wurden, habe ich erst vor einigen Tagen gehört. Also hier können wir zum Beispiel mal auch den Stil betrachten, wie getötet wird. Die Action ist für die Zeit, wenn die auch von Mannschaft 77 Minuten, ne? Und das Man ist hört dich natürlich, sehr schlecht, du musst mal ein bisschen das ist nicht leiser. schlecht, ne? Was sagst du als Szenenbildner? Braucht man sowas zu organisieren? Naja, ich denke, wir haben bei diesem ganzen Film versucht, erstmal eine authentische Grundlage zu schaffen. Das kann ich im Prinzip beurteilen, weil ich ein Militärhistoriker bin und mich auch nur am Rande interessiert. Aber soweit ich das sehen kann und soweit man das auch nachlesen kann, sind die Details schon sehr, sehr stimmig und auch ungewöhnlich für diese Zeit, beziehungsweise gerade erst gewöhnlich geworden in den letzten Jahren, also in den 70ern, es ist an Originalschauplätzen zugedreht worden. Also diese Brücke Okay, ich gehe war jetzt mal raus, tatsächlich. weil das geht jetzt eh nicht so weiter. Ich habe halt einen Ausschnitt und die Ja, oder Zuschauer ohne sind Ton, nicht ja. dabei. Genau, Und also dieser Film versucht eine gewisse Authentizität aus der Sicht des Regisseurs, wie du schon sagst, zu zeigen. Und deswegen ist er auch tatsächlich in Europa gedreht, auch an vielen Originalschauplätzen. Natürlich nicht jeder, der Film versteht, weiß, dass Innenräume in Studios, ich glaube, in London gedreht worden sind und bestimmte Szenen auch im Studiogelände, aber viele, viele auch an Originalschauplätzen, also im Gebiet Niederlande, Frankreich, Belgien, Niederlande, glaube ich, wäre ja auch am naheliegendsten. hast du, du siehst jetzt mich wieder, ne? Ich bin ein bisschen verwirrt wegen. Nee, ich sehe dich. Hier ist genau das perfekte Bild. Das ist deine Einstellung dann, die anders ist. Okay. Also, ich fand den Film insofern wirklich sehr, jetzt nach den neuesten Sehgewohnheiten, was da alles genau passiert und so weiter. Also, wir sind ja
Wir haben ja den, also ich persönlich habe hier einen Wechsel, du ja auch erlebt, wie es von ruhigen Wäldern in wilde Schnitte überging und so und die Action-Szenen immer größer und gigantischer wurden. Und dafür fand ich jetzt in der Rückschau diesen Film von 1977 sehr doch ruhig. Ja. Ja, also der Krieg wird sehr ruhig erzählt, Ja, erstmal das ganz stimmt. weit weg. Aber wenn es dann, wie gesagt, halt, die sind, organisieren sich alle in England erstmal, ne? So die ganzen Besprechungen laufen dort und dann setzen sie halt über, das ist so ein ganz langsames Kommen und dann werden Fallschirmspringer abgeworfen. Um die geht es auch hauptsächlich, Ja, um die hinter zu der Front. versorgen, dieses Vorrücken quasi, und diese Brücke ist total wichtig, um den Nachschub zu klären. Und dann, es ist ja, spielt ja, also die Stadt liegt ja in Holland und die Stadt, das Land ist besetzt. Und dann gibt es da halt Menschen, die quasi den Alliierten helfen. Und dann es ist auch so, dass als die Amerikaner kommen, die Leute sich sehr freuen. Aber es ist noch gar nicht klar. Also die sagen, das Staraufgebot ist schon immens dort. Ne? Schon Genau. irgendwie, erzähl mal. Also ich will jetzt hier gar nicht aufs einzelne Star-Aufgebot, weil ich den einen oder anderen dann sowieso vergesse. Also es ist Sean Connery, Robert Redford, Gene Hackman, auf deutscher Seite Maximilian Schell als Österreicher, Hardy Krüger, der diese Brücke eigentlich sprengen will, und ach, ganz viele Stars. Und es sind zwei Dinge, die bei nahezu jedem der wichtigen Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, möchte ich trotzdem nochmal mit dir sprechen, fast typisch ist, ist oft ein großes Aufgebot an Schauspielern, weil du bei diesen Kriegsfilmen, die episch erzählen, oft nicht einen Protagonisten hast, entweder sehr, sehr viele. Also ich habe jetzt nochmal zur Vorbereitung, nicht komplett wieder, aber ein Großteil, den habe ich damals im Kino gesehen, der Schmale Grat, der hat eine ähnliche Ansammlung an Prominenz, teilweise Schauspieler, die auch nur ein, zwei, drei Tage am Set waren, dann halt erschossen werden oder nur einen ganz kleinen Teil in der Vorbereitung an einer bestimmten Stelle sind. Es ist ja auch im weitesten Sinne an vielen Teilen ein Roadmovie. Also sie bewegen sich von einem Ort, von einer Phase zur nächsten. Du hast also einen Teil, dass du oft sehr, sehr viele kleine, aber auch durchaus starke, wesentliche Rollen hast und eine extreme Länge hast. Also ob du dir jetzt den Film, den ich jetzt schon einmal nennen will, der für mich sehr, sehr weit oben steht, über den zum Thema Kriegsfilm Apokalypse Now anschaust, Jetzt oder warte ob du mal, dir, warte. ja, aber ich will es mal sagen, Brücke von Arnhem oder. Ich habe hier die alle. Wir kommen zu denen. Ja, okay. Ja, ich habe Aber die was ich sagen alle. will, ist, hier sehen wir schon mal dieses unwahrscheinlich viele wirkliche Darsteller, also nicht zwei Darsteller und der Rest ist Komparsen, die irgendwie Stichwortgeber sind, sondern die auch für die Geschichte voranbringen. Und das ähnlich, ich weiß jetzt nicht genau, alle gehen ungefähr 3 Stunden. Also das, es gibt kaum einen 90-minütigen großen. Mag es geben, ich hab hier auch gerade Listen vor mir liegen, das Boot oder was wir auch immer. Wie viele Filme es sind sehr lange mit sehr vielen, oft, nicht immer, oft mit sehr vielen tragenden Figuren. Und die werden dann oft auch natürlich, es ist ja auch dann sehr, das kannst du ja bestätigen, dass man dann oft einen Schauspieler nur für 2, 3, 4 Drehtage. Robert Redford, ich wusste, dass Robert Redford mitspielt, der kam irgendwann nach 2 Stunden, glaube ich, oder so, habe ich mal gesagt, habe ich den schon übersehen. Aber auch andere, wo war der Ja, der denn ist nur jetzt? kurz da. Was? Der ist nur kurz da, Ja. der befehligt halt eine Kompanie War und die aber kann damals auch gar einer der nicht. größten Stars zu der Zeit, als der Film gedreht. Das war in den 70er Jahren einer der Top 3, 4 Stars. Ja, der hat einen super Auftritt. Der macht einen Kompaniechef dort und ich weiß nicht, ich kann mich im Militärischen. Ja, ich auch Jedenfalls nicht. hat er halt so, ich sag mal, 50 Leute oder so. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich keine Kompanie. Aber jedenfalls, die sollen halt irgendwie eine bestimmte Situation klären. Und das sind halt so Spezialkräfte. Und er wartet dann halt und dann
Und dann gibt es halt diese Szene mit dem Warten und dann gehen sie irgendwann los. Das war's. Mehr, dann kann ich mich ja schon nicht mehr erinnern. Ja, ich habe gestern, Was genau passiert, weil er wieder verschwindet. genau, ich habe So. gestern Schmale Grat kurz gesehen, da war Nick Nolte zu sehen für zwei Szenen oder drei Szenen und ich glaube John Travolta auch für ganz, nee, Nick Nolte länger, John Travolta war ganz kurz zu Genau, sehen Nick und dann war er schon wieder Nolte weg. war ja. Und das ist Michael Caine, ich gucke jetzt noch mal kurz, Anthony Hopkins, ich spielt auch mit James Caan mit Zigarre, ich fand James Caan in dem Film sehr sehr auffällig, Edward Fox, Wayne O'Neill aus Ich Love würde Story. jetzt gerne freigeben und dann gleich in den nächsten. Das ist Ja, der also. im Westen nichts Neues, und zwar der neue von Oh, das wird jetzt 2022. spannend. Und also wir reden über Kriegsfilme, ne? Ja. Nur Antikriegsfilme, aber darüber reden wir dann noch. Ich will das echt so ein bisschen straff, zack, zack, zack Ja, ich durch, befürchte, dass das ein damit man so ein Gefühl Riesenthema kriegt ist. für, wir haben was von den Jahrzehnten her oder so, weißt du? Ich habe. Lass uns das mal ruhig machen, das ist spannend, finde ich. Sehr spannend. Und Mach mal weiter. ich sage, ich muss erstmal dahin, dann werde ich freigeben. So, und jetzt machen wir mal klein. Der nächste Film im Westen, nichts Neues. Also eine Und Netflix-Produktion, man sieht es du da ahnst schon. es schon, es geht direkt weiter. Okay, das ist jetzt ein Trailer, den kann ich jetzt machen. So. Nächster. Paul Bäumer. Ich möchte noch nicht loslegen. Ersten Weltkrieg war ja wirklich so. Die waren ja so euphorisch, die sind alle fürs Vaterland. Wir sind jetzt an der Westfront. Ja, es basiert halt auf dem Roman. Wollten alle kämpfen. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Ja, um nach Hause zu kommen. Ich vermisse meine Kameraden weg! Schließen wir Frieden. Jetzt raus kann. Vielleicht auch zwei, drei Sätze dazu. Ich habe es ja mit dem Film schon eben erwähnt. Schön, dass du den jetzt auch rausgesucht hast. Es ist die dritte Verfilmung. Die zweite, die mittlere, ist mir nicht besonders bekannt. Eine Fernsehverfilmung aus den späten 70ern. Und eine sehr, sehr wichtige filmhistorische gibt es noch von 1930, habe ich erwähnt. Jetzt eine neue mit Netflix produziert. Oder von Netflix produziert. Und eine Sache, die man kurz sagen muss, ist, es basiert auf das Buch von Remarque. Remarque, übrigens ein Lover von Marlene Dietrich. Die hatten eine lange, immer wieder stattfindende Affäre. Und die Szenen, die wir gerade gesehen haben, der Verhandlungen, hier gespielt von Daniel Brühl, was er auch ganz gut macht, finde ich, sind nicht Super. im Roman. Er hat den Roman ziemlich geändert, was interessanterweise tatsächlich dazu führt, das ist mir, das wusste ich schon vorher, als ich den Film gesehen habe, durch eine Kritik, dass der Titel deswegen Absurdum ist. Der schöne Titel, wirklich tolle Titel, basiert ja darauf, dass der Protagonist erschossen wird zum Schluss. Auch hier sind es verschiedene, viele Protagonisten, Freunde und viele kleine Rollen auch. Und die Meldung kurz vor Kriegsschluss eigentlich nur ist im Westen nichts Neues, obwohl er gestorben ist, weil das unwichtig ist, dass da einer stirbt. Hier wird zum Schluss ja noch ein großer Kampf aufgesetzt, der nicht im Buch
ist. Das heißt, er hat einiges umgestellt, aber es basiert ganz klar auf den Roman. Sehr erfolgreich bei Zuschauern und vor allem, jetzt kommt noch ein letzter Punkt, sehr erfolgreich in den USA. Das hat man auch bei den Preisen, bei der Rezeption gesehen. Viel erfolgreicher als Worauf in führst du Deutschland. das zurück? Da wollte ich dich eigentlich fragen. Naja, den Amis gefällt es, wenn die Deutschen zeigen, wie schlimm der Krieg ist und wie viel Schuld sie dran haben und sowas. Würde ich jetzt sagen. Man, es geht hier um den Ersten Weltkrieg, aber letzten Endes ist das. Wir reden ja von der Oscar-Verleihung und die ist ja immer, das ist ja keine unabhängige, also hier ja auch genauso, wenn die Preise hier verliehen werden, ist das ja auch nicht, da spielen ja verschiedene Faktoren mit zu. Ja, er ist in Also, der Kritik auch in den und ich glaube, es USA. gefällt den Amerikanern, wenn die Deutschen halt sich selber als Kriegstreiber zeigen. Und natürlich so einen Krieg auch dann verlieren. So halt, ne? Da Naja, kann und es man ist gerade, man sagen, muss ja sagen, und also das ist. es geht ja, ich wollte jetzt hier keine falschen Geschichten, also Nee, ich finde aber dann. Schimpfwickelung machen. Das Ja? ist, das hatte ich hier schon mal in einem Filmtalks, glaube ich, ganz kurz, will nicht zu lange ausholen, ich mache es ganz schnell, 30 Sekunden. Ich arbeite ja mit Studenten zusammen und es gab eine Zeit lang in einer bestimmten Seminarreihe, die ich gemacht habe zur Filmgeschichte, die Aufgabe, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, große, also wie man an Filmstoffe rangeht und eine Aufgabe war, die zu sehr schönen Ergebnissen geführt hat. Für eine bestimmte Zeit, also meinetwegen für jetzt und hier oder auch vor 10 Jahren in den USA, eine Idee für einen Film zu entwickeln, der ein Flop wird, der nicht funktioniert, der keine Zuschauer findet. Weil nach meiner Meinung ist einfach, und da ist sehr viel Zufall, will ich das Wort Glück in dem Zusammenhang nennen, dabei, dass es Filme gibt, die, also negativ, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und hier ist es ein Film, der. Ich nenne nicht das Wort Glück, der den Zufall hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also im Jahr 2022, da ist er rausgekommen, im Winter, Ende 2022, weltweit in den USA, Deutschland, im Westen, ja, bei Netflix gezeigt zu werden. Nur nicht in China, weil da gibt es, glaube ich, kein Netflix. Und wir wissen, dass 2022 nicht mehr im Zeichen der Pandemie primär stand, sondern im Zeichen eines Krieges. Und Volltreffer könnte man ganz sagen, ohne zynisch zu klingen. Ja, das klingt schon zynisch, muss Aber es ist so. ich sagen. Aber es ist Der so. Ukraine-Krieg, du meinst, der im Westen Ja. nicht weiß, partizipiert maßgeblich vom Ukraine-Krieg. Ja. Ja, ich glaube auch, dass der nicht so eine Resonanz finden würde, wenn er jetzt, weiß man nicht, letzten Endes Ja, weiß man es nicht. dazu kommt, Aber dass. was klar ist, ist halt, um nochmal darauf zurückzukommen, als ich gesagt habe, die Amerikaner, es gefällt ihnen, wenn die Deutschen sich als Kriegstreiber und Kriegsverlierer zeigen und überhaupt zeigen, wie schlimm Krieg ist. Es gibt ja auch, das ist ein Antikriegsfilm für mich, Ja, würde ich auch sagen, in ganz dem klar. Sinne. Also Kriegsfilme in dem Sinne, müsste ich dann sagen, ja, Propaganda-Kriegsfilme wären Kriegsfilme. Aber diese ganzen Kriegsfilme, wo es dann um das Leiden der Menschen geht, sind ja Antikriegsfilme. Und du hast ja auch Fließend, ja. eine Reihe von Antikriegsfilmen aus den USA. Ja, wir haben ja dieselbe Situation jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg. Da sind, das, es wird ja kontrovers diskutiert, wer ja jetzt eigentlich, also es ist interessant, ne? Putin greift ein Land an, die russische Armee überschreitet die Grenze. Es wird von einem Teil der Bevölkerung hier, auch hier in Deutschland, total geleugnet, dass der mit dem Krieg irgendwas zu tun hat. Das ist ja halt Verteidigung. Und dann kommen die Waffen des Westens jetzt dazu, die halt sagen, hey, die müssen sich ja verteidigen. Und jetzt werden die Ukrainer, die wollen halt Waffen haben, klar, würde ich auch machen. Also es ist völlig
normal, dass die Waffen wollen. Und es ist, ich will jetzt gar nicht so in diese Waffendiskussion reingehen, aber es ist halt, irgendwann weißt du halt dann doch nicht mehr, wie man das stoppen kann. So sieht das ja in dem Sinne aus. Hier ist es auch so, genau das wollte ich. Endet es immer mit einem riesengroßen Krieg. Es ist einfach Tatsache so, weil Ukraine ist ja nun kein kleines Land, ein Riesenland, da das grenzt an Polen und so weiter. Also wir sitzen wieder in so einem komischen, in einer komischen Situation und du sagst ja, zufälligerweise ist im Westen nichts Neues. Jetzt gerade 22 rausgekommen, als der Ukraine-Krieg voll im Gange war. Und also wir haben nichts gelernt, richtig? Ja, also man muss noch also, einen Satz und noch mal einen Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Weltkrieg, genau. Und wir reden nicht vom, ich rede nicht vom Dritten. Das ist noch sehr absurd, meiner Meinung nach. Ja, das denke ich auch. Aber die Leute damals hätten sich auch nicht vorstellen können, dass der Erste Weltkrieg stattfindet. Die Leute damals hätten sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, dass der Zweite Weltkrieg stattfindet. Nee, also ist es, wir können uns das jetzt auch nicht vorstellen, weil wir super gut, ich will das verdrängen, verstehst du? Ich will damit nichts zu tun haben, weil ich weiß, dass wir ja, und deswegen finde ich, sind das alles Antikriegsfilme. Und Antikriegsfilm bedeutet für mich für die Menschheit. Ja, also ich will erstmal. Filme für nicht, fürs Nicht-Vergessen. Ja, für die Menschheit, für die Natur. Ja, also wenn. Es ist eigentlich das, was der Mensch da mit sich. Also das, was der. Ich lasse dich sofort ran, dass ich nur einen Satz. Das, was der Mensch dort mit den anderen Menschen, also mit Menschen macht, sich gegenseitig in der Luft zu zerfetzen, ja, seine Gliedmaßen in der Gegend rumzuspritzen, ja, und das ist für mich das Unvorstellbarste, was man sich gegenseitig antun kann. Und da wir Menschen unter uns haben, die bereit sind, so etwas zu tun, und dann nehme ich den Soldaten, der am Abzug sitzt oder irgendeinen Typen, der eine Drohne steuert oder jemanden, der in so einem Tornado sitzt und auf den Knopf drückt, die sind alle verantwortlich. Das genau. Ist nicht irgendeiner, der General, der sagt, euer Brei, ja, und dann der, ja, die sind nur Befehlsempfänger. Nee, der Typ, der am Schreibtisch sitzt und seinen Stempel drauf macht, ist genauso meiner Meinung nach verantwortlich. Die große Frage der Verantwortung, das ist klar, die große Verantwortung, die Frage der Verantwortung, die sich jetzt auch wieder stellt, ist, wie weit ist. Sorry, ich wollte jetzt nicht so moralisierend sein. Ja? Nein, aber die ist stellt ja wirklich, sich in den Diskurs. Das grausige Vorstellungen. Naja, ich will nochmal, will ich jetzt auch nur kurz, jetzt habe ich mir irgendwie fünf Sachen hier eigentlich, die ich sagen will. Also, fangen wir erstmal bei dem Unwichtigsten an. Der Film von dem Zufall, nochmal, ich sage nicht das Wort Glück, von dem Zufall, den dieser Film hatte, ist, dass auch noch der Erste Weltkrieg in der für mich, jetzt sind es leidenhafte Worte, weil ich kein Kriegshistoriker bin, ein sehr statischer Krieg war. Das heißt, es gab kurze Bewegungen 1914 und dann gab es 3-4 Jahre Statik, ganz viel Statik. Nicht nur, während andere Kriege im Zweiten Weltkrieg, wo es um ganz viel Bewegung ging in den Jahren zwischen 39 und ja, die sind bis nach Moskau und dann wieder zurückgedrängt und bis hinterher das in Berlin in der Wilhelmstraße endete. Also es war sehr viel in Bewegung. Im Ersten Weltkrieg muss man noch sagen, die haben nicht in den Städten gekämpft. Genau, überhaupt nicht, ja, sondern die haben in nicht den die Städte Gräben. Zerbombt bis auf die Grundmauern. Genau, also natürlich in den Städten, die in diesem Gebiet gerade lagen, kleine Dörfer, kleine Städte gab es auch, aber nicht in Berlin und nicht in Paris, im Prinzip nicht in London. Und das ist tatsächlich auch eine Parallelität zum Ukraine-Krieg. Das heißt, wenn man sich, was ich mache, Analysen und Gespräche dazu anhört, fällt auch immer, auch bevor der Film rauskam, Stellungskrieg, wie im Ersten Weltkrieg, Gräbenkrieg,
eingefrorene Front und so weiter. Es fallen diese Begriffe. Das heißt, dieser Film, auch wenn es ziemlich genau 100 Jahre davor war, hat viele Parallelitäten. Und das überrascht mich als Laie tatsächlich, wo man sich vorgestellt hat, schon vor 20, 30 Jahren ein Krieg in 10 Jahren, also vor 20 Jahren, wird nur noch mit Knöpfen sein und irgendwer drückt drauf und irgendwo sitzen Leute vom Zoom-Rechner wie wir. Nein, das sieht sehr, sehr ähnlich aus, wenn man sich Bilder anguckt. Die sind zugänglich, wie 1918, wo der Film vor allem spielt. So sieht es auch 22, 23 aus. Also das kommt auch noch dazu, dass es sehr viele Parallelitäten sind. Das ist aber nur eine kleine unwichtige Sache, die ich sagen wollte, dass diesen Zufall, der spielt dem Film auch in die Karten, wie auch immer. Frage mich auch, ob der Film nicht eher ein Beispiel ist, dass vieles schon auserzählt worden ist, weil er mir auch nicht so viel Neues, deswegen gefällt mir der Titel, im Westen nichts Neues. Also der Film ist meiner, ich sage mal meine Position, ein gut gemachter Film, der viele Sachen gut macht, der auch einen durchaus viel diskutierten Oscar für die Filmmusik gekriegt hat, auch sehr überraschend. Auch für Szenenbild, ein deutscher Szenenbildner, Goldbeck, hat den Oscar gekriegt. Also der viele Sachen gut macht, aber an sich nichts Neues, Innovatives, für mich Überraschendes. Ja, auch ohne, dass es wieder zynisch klingt, das haben wir eben schon gesehen und das kann man sich auch... Es ist ja halt so, wenn du jetzt ein paar Jahrzehnte Filme guckst, dann ist das wirklich so, dass da nichts sofort einen vom Hocker haut, wenn man jetzt sowas sieht. Genau. Und da hast du absolut recht, mir ging das genauso und ich fand den über weite Strecken auch langweilig. Naja, weil man das halt kennt und das ist ja nur noch eine Wiederholung von Bildern, die man schon kennt. Also der Regisseur hat ja auch diese Kriegsfilme gesehen. Logisch. Die gucken sich natürlich auch an, und der Kameramann genauso. Und wir haben einfach, also letzten Endes ist die Intention, Krieg ist furchtbar. Das ist genau das, was du sagst. Das mit dem Zusammenfallen des Ukraine-Kriegs hat der Film natürlich eine andere Bedeutung bekommen. Aber vielleicht ist es genau richtig so. Ja, vielleicht, das gibt es ja immer in der Filmgeschichte. Nein, vielleicht entstehen solche Filme. Ich meine, als die damals den Film angefangen haben zu denken, war noch gar nichts in der Richtung. Ja, und deswegen fällt es halt so, als es dann so zusammengefallen ist, könnte man sogar sagen, hey, hatten die eine Vorahnung oder was? Ja, also... Das passiert ja öfter. Ja. So, dass halt Filme plötzlich auf ein Ereignis zusammenfallen, zum Beispiel Virus oder was weiß ich was. Also handwerklich sehr gut gemacht. Ja, finde ich auch. Die Schauspieler haben mir sehr gut gefallen. Ja. Daniel Brühl, erste Sahne, so, ja. Und der ist, ich weiß nicht, welcher Jahrgang er ist. Vielleicht ist er sogar unser Jahrgang, keine Ahnung. Ja, Brühl ist schon ein bisschen. Er ist so richtig erwachsen geworden, weißt du, was ich meine, als Schauspieler. Brühl hat mir sehr gut gefallen. Kennt man ja so die, ne? Die kommen ja alle aus der, also letzten Endes sind sie alle erfolgreich geworden, weil sie, korrigieren mich einfach und hau mir eine rein, wenn ich was Falsches sage, aus der, Filmkomödie, sage ich jetzt mal. War genau richtig. Ausgegangen. Und aber, da sich rauszustülpen. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Wie an einem fliegenden Netz so hängen zu bleiben, das ist große Kunst. Also die Leute, die das schaffen, Respekt. Genau, ich wollte gerade sagen, ein Satz zu Daniel Brühl. Er ist, glaube ich, halb Spanier, was ich auch lange nicht wusste. Und er hat auch sehr viel internationale Sachen gemacht in den letzten Jahren. Und der hat eben diesen Weg, der kommt aus der Komödie, genauso, brauche ich dich nicht korrigieren. Und der hat diesen Schritt gemacht, sich daraus zu entwickeln, auch durch internationale Produktion, auch durch kleinere Filme, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Serien hat er auch gemacht, Netflix-Serie. Anders als deine Freunde Schweiger und Schweighöfer,
die sich eben nicht in den, vor allem Herr Schweiger, der das schon sehr lange macht, den letzten Aber wir machen die Folge noch. Ich habe das jetzt mir ernsthaft vorgenommen. Ich habe ja nichts zu verlieren. Die beiden können immer noch was dazu gewinnen. Also. Genau, wir sprechen nochmal über. Also und als letztes zum Westen nichts Neues und ich muss trotzdem noch zwei Sachen sagen. Im Westen nichts Neues, ich habe mir überlegt, der Titel würde jetzt auch passen, wäre eigentlich im Westen nichts Neues, weil der Film eben tatsächlich nichts Neues, aber den Titel versteht keiner. Weil der Titel, verstehst du, meine ich einfach, dass der Film handwerklich auch bestimmte schauspielerische Kamera, alles wirklich gut macht, aber nichts Neues. Vielleicht haben sie ihn deswegen auch so genannt, weil sonst der Titel auch gar nicht passt, weil, wie ich das eben schon gesagt habe, das sonst nicht stimmt. Ich will zwei Sachen noch sagen. Das eine, das ich ganz spannend finde, das macht nämlich im Westen nichts Neues auch und das war ein großes Thema auch beim Schmalen Grat und bei anderen. Ich weiß nicht, ob du den Film 1917 gesehen hast, von Sam Mendes mit dieser langen Kamera im Ersten Weltkrieg, eine Kamerafahrt. Egal, muss man nicht gesehen haben. Ich weiß, dass der ziemlich gehypt worden ist. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich damals wahrscheinlich keinen Bock auf Krieg hatte. Genau, aber bei dem passiert das, was aber auch beim Westen nichts Neues, er ist an bestimmten Punkten unwahrscheinlich ästhetisch. Und es entsteht eine Ästhetik, auch im Westen nichts Neues. Das ist auch nicht nur meine Empfindung, wo mit Farben, mit diesen braunen Farben, wo tatsächlich, auch das klingt wieder zynisch, das Blut, eine wirkliche Ästhetik hineinkommt. Was ich gruselig finde, aber es ist teilweise, hat man auch schon ein bisschen am Trailer gesehen, dass sie damit arbeiten. Es ist auch ich habe, wie gesagt, heute Nacht Schmaler Grat gesehen. Es ist wunderschön, wie die dann durch das Grüne in den Tod laufen. Wunderschön. Und das ist hier auf anderer Seite. Der Film wird. Aber auch beim Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Den würde ich jetzt nicht im Kino sehen müssen, wollen oder so, ja. Aber ja. Der Schmale Grat, den habe ich im Kino gesehen. Ja, ich auch. Es ist fantastisch. Ja. Was Terrence Malick da schafft, ist ja Magie. Ja. Einerseits das Furchtbare. Ja. Und das Schöne. Ja, du brauchst jetzt deinen Kopf nicht so hin und her zu wackeln. Ja, weil es auch das macht sehr keinen Sinn. Esoterik-Geschwurbel ist. Was? Was hast du gesagt? Es ist sehr viel Esoterik-Geschwurbel immer bei Terrence Malick. Okay. Und das geht okay. Das sagt natürlich jemand, der aus dem Norden kommt. Ja. Ist das natürlich, dem weht ja immer ein frischer Brise da, ne, ins Gesicht. Genau. Und da ist ja, wenn man die Mütze nicht aufsetzt, kann es ja durchaus sein, dass das halt sehr geschwurbelig rüberkommt. Aber wenn es so ist. Ich muss mal, Terrence Malick ist der. Mit wir können nochmal einen Film-Talk über Terrence Malick machen. Wir das, naja, wenn ich, du, also die, das Wort Esoteriker ist ja, wird ja abwertend benutzt. Von mir. Terrence Malick ist ein Philosoph. Punkt. Er ist ein metaphysischer Philosoph. Ja. Und er versucht, aus der menschlichen Perspektive herauszuschreiten, sage ich jetzt mal, die Natur mit einzubeziehen. Und er schafft es sogar, meiner Meinung nach, in eine frühere Natur und da, wo die Menschen noch in der Einheit waren mit der Natur, was nicht heißt, dass wir auf den Bäumen bleiben sollten oder sonst was, ja, aber wo es nicht so viele Widersprüche gab. Ja, und diese Widersprüche haben wir ja, sage ich mal, ich habe nämlich da nicht so viel Ahnung, aber letzten Endes schafft Terrence Malick in dem Film Der Schmale Grat einfach den Kontrast herzustellen. Du hast nämlich die Kamera, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgelesen, wer die Kamera gemacht hat, aber... Ja, aber es ist Terrence Malicks Stil. Es ist einfach, ja, trotzdem, der sucht sich natürlich seine Leute aus. Genau, also das ist ganz klar. Aber er schafft es. Ja, ich will ja auch... Ja. Weil die es nicht schaffen,
die einfach nur Brutalität des Krieges zeigen. Und du denkst dann so, oh Gott, Krieg ist furchtbar. Ja, schafft es Terrence Malick, auch die Menschen damit ins Kino zu holen, zum Beispiel, die sonst niemals in so einen Kriegsfilm, Antikriegsfilm reingehen würden. Es ist ein purer Antikriegsfilm, es ist pure Menschenliebe, die er da, das, was du als schwurblerisch betrachtest, ist pure Menschen- und Natur- und ich würde sagen, universale Liebe. Ja, ich will ja nochmal sagen, ich sagte ja, Habe ich das gut gesagt? das hast du sehr, sehr schön gesagt und es war nur wenig verschwurbelt, esoterisch, wenig. Und das ist ja auch, ich sagte ja auch, dass ich den Film durchaus einen der spannendsten, interessantesten Kriegsfilme, Antikriegsfilme finde. Es ist eben ein Anteil, der da drin ist und der immer mehr, wenn man Tree of Life habe ich gesehen, ich kann mich an nichts mehr erinnern, ich weiß nur, dass es hinterher für mich ein Okay, okay, geschwulter okay. Stopp, Oberkrieg. stopp. Wir reden nicht über die anderen Filme von Genau, Terrence aber hier Malick. kommt es, Wir schwappt reden schon nur so über, rein. ja. Und das ist ein Film, den hat er, glaube ich, nach 20 Jahren Pause gemacht, was sehr, sehr ungewöhnlich. Ich glaube, das ist in der Auch Filmgeschichte wenn nicht ich so. alle 10 Jahre Filme Nee, der schaue. hat davor 1900, das war, ich habe nochmal nachguckt, 97, davor hat er 77 einen Film gemacht. Und seitdem hat er einige gemacht. Und einige sind dann auch bis jetzt, also hat dann Aber die fast Leute jährlich. kommen. Die Schauspieler, die Großen kommen und machen den Hofknicks und Ja, lassen aber sich auch, ablichten. er hat sich aber, wie soll ich sagen, vergaloppiert ist einfach vor, in den Nachfolgen. Aber darüber, wir können mal über Terrence Malick sprechen. Ich finde den durchaus Ja, ich hatte ja interessant. sein, lass mal seinen Trailer gucken. Ich meine, ich wollte jetzt eigentlich nichts mehr zeigen, aber lass mal gucken, damit man kapiert. Ich wollte aber zwei Sachen, während du den Trailer siehst, kann ich ja nochmal kurz, such mal raus. Ja. Ist dieser Punkt des Ästhetischen des Ich schon. Kriegsfilms und der sehr, sehr spannend ist, worauf auch durchaus viele Kritiker eingehen, viele Besser. Zuschauer, auch beim Besten nichts Neues, diese sepiafarbenen im Matsch. Es gibt wirklich Bilder, die aussehen wie aus einer Fotoausstellung. Und das Was ist auch meinst du bei jetzt denn? anderen. Redest du gerade Das ist bei über 1917 ganz, ganz stark. 1917 wirkt wie ein Werbespot, nicht für den Krieg, sondern für die Ja, Ästhetik, die da drin ich weiß, ist. was du meinst. Ja. Ja. Meinst du jetzt den schmalen Grat auch? Geht Naja, auch der hat um? auch dieses ästhetische Thema. Es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne Es ist zynisch zu interessant, weil sein. das, was du sagst, würde ich total widersprechen. Diese Ästhetik, von der du redest, sehe ich in dem Film jetzt im Westen nichts Neues 2022 von 2022 total. Ja. Da geht es wirklich so, ah, oh, spring noch mal in den Matsch und noch mal. Ja, aber Hält sich es ist aber nochmal auch und hopp schön. Es nochmal, ist auch schön. so, ja. Aber Terrence Malick, wie er die Natur einfängt Ja. in dieser Geschichte, wo Ja. Menschen einfach so als, stell dir einfach eine Horde von Affen vor, die aufeinander draufkloppen und daneben ist eine ruhige Wiese, die im Wind weht. Verstehst du, was ich meine? Ja, also die Natur interessiert so einen Scheißdreck, will er damit sagen, was die Menschen hier treiben. Ja, das ist Die richtig. ist Deswegen gefällt mir der trotzdem Film da. ja Sie auch. wird immer da sein und ihr könnt euch alle abschlachten, wie ihr wollt, um diesen einen Hügel. Dieser Hügel wird nach euch immer noch dort sein. Und ihr werdet als Nahrung für diese Hügel da sein. Mehr nicht. Schießt, was ich meine? Ja, natürlich. Das ist ja auch. Ich finde bloß, dass das, jetzt muss ich es doch noch schnell vorher sagen, dass das für mich Apokalypse Now ähnlich macht und viel, viel stärker, weil es überhaupt nicht geschwurbelt ist. Ja, weil es jemanden zeigt, der durchgeknallt ist in der blattgrünen Wüste. Und Ja. das gefällt dir eher wahrscheinlich, weil es für dich Weil es mir auch logisch so geht, ist. die Logischer ist, Natur. dass einer durchdreht und den Wahnsinn der Natur, die Natur ist ja gefährlich, ne? Ja. Aber lass uns erstmal Ja, lass uns da hier mal mal reingucken. Ich Terrence Malick finde, das ist erstmal ja schauen. ein großer Film. Deswegen erwähne ich den ja immer. Okay. In dieser Welt ist ein Mann alleine gar nichts. Und es gibt keine andere Welt, außer dieser. Ich habe eine andere Welt gesehen. Manchmal denke ich, das war bloß Einbildung. Falls ich zuerst starbe,
warte ich da auf dich. Auf der anderen Seite des dunklen Wassers. Warum sollte ich Angst haben zu sterben? Ich gehöre zu dir. Wir müssen über diesen Hügel da. Was glauben Sie, wie viele Männer er wert ist? Wie viele leben? Wir können nirgendwo Schutz suchen. Außer in uns selbst. Los! Los! Ich habe einen Mann getötet. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber niemand wird mich dafür bestrafen. Es ist egal, wer du bist, was für eine Ausbildung du hast oder was für ein harter Kerl du bist. Wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, erwischt es dich. Ich will das jetzt angreifen mit dem Mann, den sie haben! Ich lebe seit 2,5 Jahren mit diesen Männern und ich werde ihnen nicht befehlen, in den Tod zu rennen. Vielleicht sind all diese Männer Teil einer gemeinsamen großen Seele. Alle Gesichter gehören demselben Mann. Wie heißt du? Was glaubst du, was du hier ausrichten kannst? Ein einzelner Mann. Mitten in dieser Hölle. Sie sind einfach zu weichherzig, nicht abgebrüht genug. Ist schon mal jemand in Ihren Armen gestorben, Sir? Wer hat dieses Feuer in uns entfacht? Weil ich dich habe, kann mir nichts passieren. Kein Schmerz, kein Leid, nicht einmal der Tod. Ja, hier sieht man auch wieder viele Stars, episch, lang. Wunderschön. Ich finde den Film genau aus diesen Aspekten, du hast es wunderbar gesagt. Aber ich bleibe dabei, es guckt ein wenig durch, wie nennt man das, Kalenderabreißsprüche aus dem Esoterik-Kalender aus dem Prenzlauer Berg. Komm, das lasse ich jetzt mal so stehen. Du bist mein Kumpel. Ich kann dich jetzt nicht zusammenkriegen. Ich finde den Film sehr gelungen, weil es hier nur wenig ist und man hat ein bisschen Angst von, wenn er weiter sich dort hineinsetzt und in die nächsten Filme. Und das, naja. Aber ich will dir auf diesen einerseits nochmal, das habe ich jetzt ja deutlich gesagt, das ist hast du denn die zwei Komponenten? Ich meine, wir müssen jetzt mal kurz, weil der schmale Grat ist viel wichtiger als im Westen nichts Neues. Ja. Ja. Und meiner Meinung nach auch viel wichtiger als die Brücke von Arnheim. Ja, auch. Meiner Meinung nach. Ja, logisch, ja? Logisch. Und, ist auch so. Der Schmale Grat und Apokalypse Now können sich vielleicht ein bisschen so die Waage. Nee, Apokalypse Now ist stärker. Ja, und Full Metal Jacket ist. Den wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Auch der arbeitet mit der Ästhetik, auch mit diesem Rhythmus. Also die. Das ist so eine Frage, die ich gar nicht richtig definieren kann, dass diese Kriegsfilme eine Ästhetik, also auch bei Full Metal Jacket, der ja so zweigeteilt ist, aber auch dort ist es eine filmische, ästhetische Qualität da drin, die durchaus auffällig ist bei Kriegsfilmen und die auch immer weiter perfektioniert wird. Ja. Ich will zwei Sachen noch kurz sagen. Ich weiß nicht, ob wir fast noch einen zweiten Teil dazu machen müssen, weil es so viel dazu gibt. Ich will eine kurze Anekdote erzählen. Wir machen eher länger als einen zweiten Teil. Das kann man nicht machen. Okay, leg los. Also, das Erste ist, dass ich große Schwierigkeiten auf einer ganz praktischen Ebene habe bei Kriegsfilmen, ist, dass ich oft gar nicht weiß, bei dieser Menge an Personen, die auch noch oft sehr, sehr ähnlich aussehen. Ich erinnere mich an einen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, es war ein Abschluss, 90-minütiger Studentenfilm, so ein bisschen irgendwo in einer Berghütte, Kriegssituation. Ich wusste nach 90 Minuten noch immer nicht, wer ist.
weil die so kurz auftauchen, alle gleich aussehen. Ähnliche Probleme hatte ich auch bei dem hochgelobten Christopher Nolan Dunkirk. Ich habe es zum Teil nicht verstanden, wer war jetzt wer. Okay, jetzt reden wir nicht Und so viel von anderen Filmen. Das nein, ich will einfach erzählen, dass das das verwirrt mich jetzt. Ich Doch, ich weiß will das nicht. aber erzählen. Meine Ja. Anekdote ist, dass ich einmal überhaupt mich nur erinnern kann an ein einziges Mal im Autokino. Habe ich ja noch nie erwähnt. Das muss gewesen sein Ende der 80er Jahre. Ich gucke gerade nochmal nach, weil der Film damals, den ich gesehen habe, war Platoon von Oliver Stone. Auch ein Vietnam-Kriegsfilm, auch ein großer Klassiker des Kriegsfilms. Und ich habe in diesem Autokino, dazu kommt Autokino ja, so ein bisschen schwierig ist durch die Scheibe und dann hat es vielleicht noch geregnet. Ich habe nur grün gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Und das Ja, ist aber ein. das ist, du kannst jetzt sowas nicht anbringen Doch, hier. ich wollte das auch bei der Nein. Brücke von Arnheim. Fällt es mir auch manchmal bei Westen nichts Neues, dass ich Ja. gar nicht mehr genau wusste, wer war jetzt der und wer war der, wer ist denn jetzt gerade erschossen worden, um das mal kurz Ja, zu weil fassen. die, du hast recht, weil die keine eigenen Geschichten haben. Die Geschichten Genau. entwickeln sich irgendwann, die kommen immer wieder mal und dann hast du aber, was war jetzt? Und jetzt, also man hat gar keinen, der Genau, ein Spannungsbogen, der großes Problem bei, aufgebaut für wird, mich oft. da geht es eigentlich nur um dieses Marschieren und Schießen und dies und das. Und dass man ungefähr die Story kapiert, was da Genau, abgeht. die Story Mit ja, aber dann die Figuren kannst du einzelnen dich kaum Figuren. beschäftigen. Das hatte ich auch Ja. gestern, heute Nacht kurz schon auch wieder bei dem wirklich nochmal, den ich ja, du hast ihn jetzt ja auch nochmal so viel thematisiert beim schmalen Grat, dass ich, wer ist jetzt gerade erschossen worden? War das der, der vorhin mit dem noch geredet hat oder war das der andere? Also, das geht mir, das ist auch vielleicht mein Fehler, meine Schwierigkeit. Darüber habe ich schon mal gesprochen, ganz vor ein paar Jahren, in einem anderen Zusammenhang. Und ich finde, auch wenn wir den heute gar nicht thematisieren, ein Film macht das sehr gut, und das ist tatsächlich auch ein Deutscher, der baut unwahrscheinlich gut an den Charakteren, das ist Das Boot. Ich glaube, das ist einer der Erfolge. Da hast du auch den lauten, dicken, den bisschen immer wie ein besoffener wirkender und den schüchternen und du hast die ganz klaren Figuren. Du hast aber einen ganz abgesteckten Rahmen. Ja, aber Das Boot, hast du kannst überzeichnete vielleicht Figuren. 50 Meter da lang laufen Ja. und 50 Meter da lang. Und da, ich weiß nicht, wie lang diese Boote sind, Ja. U-Boote sind, und das war's. Ja. Also da hast du vielleicht 20, 30 Leute als Besatzung. Ja. Das kriegt man auf dem Rahmen. Wenn du natürlich so 100 Leute am Laufen hast und dann stirbt andauernd einer, Ich habe da echt Probleme Da mit. kommt man durcheinander, sehe Ja. ich genauso. Ich komme ständig durcheinander. Aber ich glaube, der schmale Grat zum Beispiel, da hast du deswegen vielleicht die Starbesetzung, dass man überhaupt noch mitkriegt, oh, das ist Ja, jetzt das der und ist, der. habe ich auch schon. Deswegen wusste ich, ah, Robert Redford ist der, wo ist der? Der ist ja jetzt wieder weg und so. Weil ich die Figuren, die Schauspieler, die Gesichter Ah, kenne. okay, das verstehe ich, aber das ist jetzt vielleicht auch nur dein persönliches Problem. Ja, ich wollte es erwähnen, weil das für mich sehr, sehr wichtig bei Kriegsfilmen ist, dass ich da echt ganz viele Fragezeichen dabei habe, wenn ich die. Es ist Weil, laut, es knallt andauernd, ja. sterben Leute. Wer will schon Leute sterben sehen? Ja, also das ist schon anstrengend, auch psychisch anstrengend für. Ich glaube kaum, dass da einer sitzt. Meine, alle wissen, das ist, da stirbt keiner. Ja, aber durch unsere Spiegelneuronen haben wir gar keine Chance. Wir sterben halt mit. Unser Arm fliegt auch weg und so weiter. Ja, also und dann kommen wir raus und sagen, ja, Krieg ist scheiße. Aber dann gehen wir zu McDonald's und, weißt du, machen wir erstmal Doppelwopper. Genau. So, ich nicht, du, ja, aber. Ja, das ist nichts Doch, gegen, nichts ich habe gegen. schon letztens bei McDonald's erwischt. Ja, und das ist ein Fehler. Doppelwopper ist nicht bei McDonald's, sondern bei Burger King. Apropos, was ich überlegt habe, ne? Jetzt springe ich mal. Wir haben ja jetzt ich wollte mal Werbung machen für unsere Shorty. Ja, da machen wir auch noch einen Shorty-Film. eigenen. Naja, aber nee, ich meine, das machen wir eh, aber und wir haben ganz viele Shorties gemacht und Kai erzählt ganz viel über was ist zum Beispiel. Über Lichtrequisiten im Film, über bestimmte Filme, mal Filmrätsel. Genau. Und wir Das haben Problem ist, ich habe Quiz. nur eine Minute. Wir haben Quiz. Ja, genau, das Problem, das Coole ist, er hat nur eine Minute. Und wir haben auch Quizfilme, Shorties Ja. drin.
Ja, also ist lustig gemacht, würde ich mal reingucken. Ja, gibt es, findet man ganz schnell, wenn man Filmtalk Shorts oder Shorties oder Shorts eingibt. Ich glaube, wir haben das Kriegsfilmthema jetzt, könnten wir Ja, ich will, stundenlang reden, oder? naja, es gibt eigentlich noch so viel. Ich will am wenigsten noch zwei Sachen Wenn du sagen. jetzt Eine wieder ist, einsteigst, steige ich wieder auch ein. Weißt du, was ich meine? Ich will ja, ja aber auch die noch sind mal. wichtig. Die sind mir total wichtig. Das Na eine gut. ist, weil du vorhin immer gesagt hast, das sind alles Antikriegsfilme. Ich habe jetzt nochmal eine Unterteilung gefunden, gerade jetzt in der direkten Vorbereitung, dass es Propagandafilme gibt, die ganz klar wollen, die Nazis haben Kolberg gemacht, da hieß es durchhalten, durchhalten, durchhalten. Es gibt Filme, die von der amerikanischen Armee unterstützt werden, um zu zeigen und so Ja. weiter. Dann gibt Wie es, jetzt? Moment, dann Entschuldigung, gibt es den Antikriegsfilm, der ja? ganz klar zeigt, Krieg ist doof, manchmal ganz profan. Und dann gibt es aber dazwischen, und jetzt wird es ganz spannend, den Aspekt möchte ich mir nochmal hervorheben, den Film, der Krieg einfach als Unterhaltung nimmt. Da gibt es einerseits für mich die schlechten Beispiele. Rambo kenne ich nicht gut, aber da weiß ich, da wird Krieg einfach, das ist eine wunderbare Plattform, dass da jemand durch Vietnam läuft und das ist wie ein, wie heißt das, Run-and-Shoot-Game ist, was es damals, glaube ich, noch gar nicht gab. Und dann habe ich Filme und da habe ich einen Film, den ich dir auch nochmal ans Herz legen kann, wenn du ihn lange nicht gesehen hast. Das ist das beste Beispiel für mich. Ist The Great Escape. Das ist, wie heißt der im Deutschen, Gesprengte Ketten mit ähnlich großer Starbesetzung. Ich glaube, spielt Richard Attenborough sogar noch mit als Rolle. Der spielt in einem Gefangenenlager der deutschen Nazis. Und wenn man diesen Film guckt, der ist so charming, so charmant und witzig, dass ich eigentlich, wenn ich diesen Film gucke, nur einen Wunsch habe. Mein nächster Urlaub muss in einem Nazi-Gefängnislager sein. Okay. Weil diese, und das sind Filme, das wäre übrigens bei Brücke am Quai, ist es auch so, wo du denkst, eigentlich möchtest du doch einer von denen sein. Da möchtest du doch dabei sein, dass Warte du mal alle. ganz kurz. Das geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Und ich finde, Du das hast hat gesagt, mit das sind nur dem, was wir Antikriegsfilme. besprochen, sorry, das hat mit dem, was wir besprochen haben, überhaupt nichts zu tun. Vielleicht ist das wirklich ein Thema für einen zweiten Filmtalks, weil es gibt natürlich ganz viele Filme, die sich thematisch mit Krieg beschäftigen, aber vielleicht lustig gemacht sind oder auf Komödie gemacht sind. Gibt es ja auch Ja, gute sehr gute. Beispiele, gibt ja super gute Beispiele. Ja. Dr. Seltsam, einer der Aber, besten Kriegsfilme. ha? Dr. Seltsam, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. So, wir wurden gerade rausgeschmissen, weil hier alle Festplatten übergelaufen sind. Wie lange sind wir eigentlich schon dabei? Will ich gar nicht Mein wissen. Rechner funktioniert gerade nicht. Ja, es Ich habe nur so eine Anzeige. befürchte, dass wir total Ich lang weiß sind. nicht, wo ich drücken muss. Ja, Aber wir also. sind schon bestimmt 40 Minuten dabei, ja? Ich meine, Viel hallo? länger. Zeit? Nee, länger. Also 40, also 50 Minuten. ich würde auch, wir Wir haben jetzt wollten ja nicht. auch gerade aufhören, weil das Thema ja auch in Richtung woanders ist. Deswegen fand ich es das super, dass der Computer uns gestoppt hat. Ich finde, wir Ja, die sollten sowieso so eine Produktion hat Sperre gesagt. einbauen, wo dann automatisch die Aufnahme zu Ende geht. Das weiß ich Weil nicht, wir ob ich das schaffen es hinbekomme. nicht. Wir Ja, schaffen es die einfach Frage nicht. ist, ob wir nochmal, weil mir fehlt auch ganz der Aspekt. Nein, ich war fertig, dann hast du diese anderen Filme mit reingebracht Ja, die ich auch wichtig und finde. dann Wir haben dachte ich über so, ganz viele warum Sachen noch endet nicht der jetzt mit dem gesprochen. Zeugs? Das passt doch gar nicht rein. Doch, weil du gesagt hast, sind alles Antikriegsfilme und ich finde, viele sind Ich habe eben nicht gesagt, Kriegsfilme. dass es, ich habe die Filme genannt hier. Das sind Antikriegsfilme für mich. Wenn du mir irgend so ein Camp, Nazi-Camp, wo du gerne hingehen möchtest, um da Urlaub zu machen, Ja. dann frage ich mich, oh Gott, ey, musst du das jetzt sein? Aber gut, er hat es gesagt. Er hat es Ja? gesagt. Und dann Weil denke ich hier. so, lass uns das doch jetzt hier beenden. Weißt du, Na wie ich gut. meine? Aber ich würde vielleicht trotzdem nochmal demnächst auch über die. Wir haben nämlich leider auch nicht über das. Über eben das Komische an Kriegsfilmen wie Nein, Mensch wie, aber und. das passt doch überhaupt nicht. Kai, Doch, das sind doch nein, ich Kriegsfilme. bin jetzt sehr ernsthaft an dieses Thema rangegangen. Ich Ja, ich kann doch jetzt auch. nicht mit ernsthaften, weißt du, es ist wie, als würden wir jetzt so
Til Schweiger und Matthias Schweighöfer wechseln, nachdem wir über Dramen geredet haben, Nein, wir haben über Kriegsfilm geredet. Schauspieler, gute Schauspieler, und dann wechseln wir zu Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Wenn du willst, Aber dann ich Dr. Seltsam und die Binärchen, die Bombe Folge. von Kubrick als mit Til Schweiger gleichsetzen. Das ist halt ein Film, der ganz anders an das Thema Krieg herangeht. Darum ging es mir. Das ist Ah, ganz du bist verschiedene mir jetzt zu Varianten. intellektuell. Ich bin jetzt auf der humoristischen Ebene unterwegs und du bist mir viel zu. Jetzt wirst du plötzlich ernsthaft, ja? Also das, Genau. nee, das geht gar nicht. Für mich ist dieses Filmtalks beendet. Du kannst gerne weiterreden. Na, wenn du ausweist. Nein, wir haben, denke ich, über einiges gesprochen. Ich finde das so ein großes Thema, was mich. Du wolltest übrigens noch sagen, warum es bestimmten Leuten gefällt. Oder ich bin oft nicht zufrieden. Ich würde bis auf Apokalypse Now kaum einen Kriegsfilm in die engere Auswahl der für mich berührenden Filme zählen, weil sie mir immer ein bisschen fern sind. Warum wäre nochmal ein Thema? Ja, es gibt viele gute, du hast ja auch gesagt, handwerklich, technisch gute. Es gibt aber auch wenig Innovation, finde ich, in den letzten Jahren. Und vielleicht bin ich trotzdem noch mit einem letzten Film, an den ich überhaupt nicht gedacht habe und der für mich doch einiges anders gemacht hat in den letzten Jahren. An den habe ich überhaupt nicht gedacht, weil er so rausspringt, als ich sage, welche Kriegsfilme gibt es, was habe ich gesehen, was hat irgendwie Einfluss, ist Inglourious Basterds. Okay, das ist jetzt wieder eine ganz andere Richtung. Einer für mich der letzte große Kriegsfilm, den ich persönlich Ah, gesehen habe. Tarantino, ey. Der Weißt große letzte Kriegsfilm, den du? ich gesehen habe, Naja, große letzte Kriegsfilm. der mich Da berührt hat, müssen weil wir er mir. echt scharf diskutieren. Und ich dachte nur, weißt du, ich glaube, die besten Kriegsfilme, das ist jetzt die besten Antikriegsfilme, sind eigentlich die, wo der Krieg gar nicht so im Vordergrund ist, sondern Ja, wo die Menschen so im Vordergrund sind. das glaube ich auch. Hier, Deswegen. warte, was wir jetzt hier, ist ja, das, was wir jetzt gezeigt haben, die ganze Zeit, ist ja Materialschlacht. Ja, die Armee wird auf die andere Armee und wer reibt jetzt wen auf und so. Was bei die Brücke von Arnhem halt ein bisschen war, waren die Menschen drumherum, die halt, weil es ja um diese Stadt geht in Holland, wo die ja halt zerbombt werden und so, und dass die jetzt halt alles verlieren. Vorher war halt eine ganz normale Stadt. Und am Ende ist das nur noch Schutt und Asche. Und die Menschen dort sind tot. Und dieser Junge, der da als Spion da aufregend da mitmacht, ist auch tot zum Schluss. Ja. Also, aber wie gesagt, ey, komm, lass uns das jetzt beenden. Das Nee, du ist hast aber gerade ein einen wenig schönen länger. Schlusssatz gesagt, dass die Filme, und das sind, glaube ich, auch die, die mich dann am meisten berühren, den Film, also wo es um bestimmte Menschen geht und wo es den Film nur im Hintergrund geht. Und in der Liste der wichtigsten Kriegsfilme tatsächlich, ich war selbst auch überrascht, taucht auch zum Teil in manchen dieser Listen Lawrence von Arabien auf. Okay, jetzt steige ich aus. Und der Film gefällt mir, weil er Krieg nur die Basis ist. Das spielt während des Ersten Weltkriegs ja auch. Okay. Und deswegen gebe ich dir da völlig recht. Und diese ganzen Filme, auch viele, die wir besprochen haben, haben mich, Wir können ja, lassen mich stundenlang darüber kalt. reden. Ich will jetzt gar nicht dieses Thema abwürgen oder so. Aber ich finde, wir haben jetzt wirklich gut Mehr als geredet genug. darüber. Und mir würde jetzt noch ein Film einfallen, dann würden wir Ping-Pong machen und wir sitzen, wir würden eigentlich bis morgen früh durchquatschen können, wenn dein Speicher Ja, der wird jetzt jetzt gleich aus. Mach lieber nicht schnell den gedrängt wäre. Abspann, bevor hier gleich Das wieder ist auch alles. meine Sorge eigentlich, dass wir wieder rausgeschmissen Ja, das werden passiert auch und gleich. nochmal anfangen müssen. Ja, gleich Du kommt musst wieder dann von. nochmal wertvolles Zeug von dir löschen und so, das wollen wir ja nicht. Ja, die künstliche Intelligenz schmeißt uns raus. Gib den Abspann. Oh ja, da machen wir sowieso. Oh, das ist ein anderes Thema. Das ist ein ganz Nein, wir haben anderes noch Material für Thema. 10 Jahre, glaube ich. Das wird interessant. Ja. Machst du noch einen Die Abspann? Nochmal diesen gruseligen, ja, romantischen mit dem Lagerfeuer. den gruseligen mache ich gerne. Ja, diesen romantischen. Ich sitze am Lagerfeuer. Lagerfeuer, haha.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.